und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video von mir. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die wissen genau, worum es jetzt geht. Denn ich habe nämlich gefragt, ob ihr Lust habt, beim nächsten Kostüm, was ich entwerfen werde, für ein Fotoshooting, ob ich da einfach so ein bisschen mitfilmen soll. Und die Mehrheit hatte sich auf jeden Fall dafür entschieden, dass ich auch Videos dazu abdrehen sollte, wie das Kostüm gestaltet wird, wie man es näht, bastelt oder auch was ich noch an Accessoires dazu mache. Und ich habe jetzt heute den ersten Teil des Haarschmucks für euch. Und zwar geht es um eine Krone, die man selber basteln kann. Relativ simpel, wenn man so ein bisschen Geduld dafür hat. Es ist nicht wirklich schwierig, aber ich zeige euch jetzt mal, worum es geht. Und zwar geht es um diese Krone. Das ist jetzt nicht das Endergebnis, welches ich letztendlich für das Fotoshooting benutze, sondern die Krone wird sich nochmal verändern. Denn ich möchte die Krone später nicht so rum aufziehen, aber ich finde die Idee einfach mega cool und wollte das Ganze für euch einmal in einem Video festhalten. Also so würde man sie normalerweise aufsetzen mit offenen Haaren oder ich werde zum Beispiel eine Perücke tragen. Ich möchte sie aber wirklich als Krone und nicht als Stirnmotiv tragen und möchte sie gerne so rum aufziehen, dass dieser Kranz hier dann unterhalb der Perücke aufliegt, dass man eben auch nicht sieht, dass ich eine Perücke trage. Und ich werde das Ganze hinterher noch weiter verzieren. Und dazu werde ich auch nochmal ein Video machen zu der eigentlichen Krone, die ich für das Fotoshooting machen werde. Aber heute geht es darum, wie man diese Krone machen kann. Man kann sie auch jetzt schon so rum aufsetzen oder eben auch andersrum, wie man das gerne möchte. Und wie ich das Ganze gebastelt habe, was man dafür braucht, das seht ihr jetzt im Video. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir gerne mal ein Feedback über die Daumenfunktion oder über die Kommentare da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ansonsten könnt ihr hier drüben zwei weitere Videos von mir anklicken. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Ansonsten könnt ihr mir hier unten kostenlos ein Abo dalassen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gut drauf und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!